Gute Unterhaltung mit Zukunft Energie wünscht Ihnen KEF, die Kompetenzstelle für Energieeffizienz Bodensee-Oberschwaben. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Zukunft Energie, so effizient sind Unternehmen. Bei mir ist auch wieder Michael Maucher von der Kompetenzstelle für Energieeffizienz. Hallo, Herr Maucher. Hallo, Jachmann. Ja, Herr Maucher, wir sind heute zu Gast bei der HTU in Uhldingen-Mühlhofen am Bodensee. Und wie man sieht, ist das schon ein großes Unternehmen. Und Herr Maucher, Sie kennen das Unternehmen schon etwas länger. Was haben Sie denn hier entwickelt mit dem Unternehmen zusammen? Ja gut, die HTU braucht relativ viel Energie. Sagen wir, allein der Strombedarf rund von 4.000 bis 5.000 Haushalten, um eben ihre Härtereiprozesse zu machen. Und da war eben das Thema, wie kann man denn hier versuchen, diese Abwärme, die entsteht, einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Genau, Abwärmenutzung, das ist hier das ganz große Thema. Aber zuerst einmal möchte ich wissen, was machen die hier eigentlich bei der HTU? Und deshalb treffe ich Siegfried Heger, das ist der Chef des Unternehmens. Siegfried Heger hat das Unternehmen 1983 mit vier weiteren Partnern gegründet. Er ist gelernter Werkzeugmacher und hat sich schon früh mit Metallveredelung und Wärmebehandlungstechniken beschäftigt. Hallo Herr Heger, freut mich sehr. Hallo Herr Lachmann, freut mich, ja, Sie bei der HTU begrüßen zu dürfen. Ja, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, womit Sie sich hier so befassen. Und vor allem freue ich mich auf den Blick hinter die Kulissen, den Sie mir gewähren heute. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, fangen mal mit dem Wareneingang an und dann gehen wir durch die einzelnen Anlagen. Okay, prima. Ja, dann nach Ihnen. Okay, danke schön. HTU, wofür steht das? Heißt es eine Technik Uhldings? Oder? Ja, es gibt da verschiedene Namen. Hier in Uhlding-Mühlhofen werden viele wichtige Bauteile gehärtet, die in allen bekannten Automodellen verbaut werden. Zum Beispiel in der Einspritztechnik, der Ventilsteuerung, in Getrieben und auch in den Lenkungen stecken die ultraharten Teile vom Bodensee. Mit anderen Worten, jedes Teil, das ins Unternehmen reinkommt, kommt härter wieder raus und ist fit für die hohen Ansprüche von VW, Audi, Porsche und Co. Das gilt auch für diese Teile, die in Autoschlössern stecken. 50 Tonnen wöchentlich liefert die HTU an die Autoindustrie weltweit. Und hier sehen wir jetzt einfach mal so diesen weichen Zustand. Ja, das ist ein weiches, ist noch heiß? Nee, ne? Das ist hier, ein bisschen warm noch. Das ist also eigentlich nur Raumtemperatur. Mhm. Das ist etwas wärmer, das ist der gehärtete Zustand. Ja. Mhm. Also hier haben wir im Grunde genommen jetzt schon die entsprechenden Festigkeitseigenschaften, die dieses Bauteil im Einsatz braucht, damit mehr oder weniger eine Tür sich bei hoher Geschwindigkeit, wenn ein Fahrzeug in die Kurve reinfährt, sich nicht öffnen kann. Und wir wissen, die deutschen Autos können sehr schnell sein. Ja, es gibt aber auch ausländische Autos, die sind auch schnell. Die dürfen aber nicht so schnell. Die dürfen nicht ganz so schnell. Jedenfalls im Ausland, wo sie fahren. Ja, wir dürfen, also alle Autos sind schnell, unsere sind extrem schnell. Ja, ja. Aber wenn wir uns in der Schweiz oder in Österreich bewegen oder in Italien, dann müssen wir uns halt mehr oder weniger an geringere Geschwindigkeiten gewöhnen. Ja. Ja. Eventuell müsste man dann vielleicht nicht so viel Wert auf die Festigkeit legen. Ja, aber da, so wollen wir aber gar nicht erst anfangen. Das ist eine Spekulation. Zudem steckt die HTU auch im Möbelscharnieren. Dazu gehören diese Metallstifte. Auch sie durchlaufen den Prozess des Härteverfahrens. So werden die Teile widerstandsfähiger und damit langlebig. Ja, die müssen hart und verschleißfest sein, damit sie diese Lebensdauer und die vielen Öffnungs- und Schließzyklen überhaupt gut überstehen. Ah, okay, verstehe. Wir sprechen da von mehreren Millionen Öffnungen und Schließwinkeln. Wenn diese Teile nicht hart und verschleißfest sind, dann fällt das Küchenscharnier innerhalb kürzester Zeit aus. Nachdem die Stifte erhitzt wurden, kommen sie zur Runterkühlung in ein Ölbad und müssen anschließend in der Waschmaschine vom Öl gereinigt werden. Ganz schön effizient, denn mit der Energie, mit der die Metallstifte gekühlt werden, wird gleichzeitig die Waschmaschine erhitzt. Und damit sind wir bei der Abwärmenutzung. Bereits in den 90er Jahren hatte sich Siegfried Heger erste Gedanken zur Abwärmenutzung gemacht. Doch es fehlte an effizienten Verfahren. Die werden nun an diesen Nitrieröfen umgesetzt. Wärmerückgewinnung ist hier ja ein großes Thema. Warum hat Sie das so interessiert? Ja, alle Prozesse, die wir hier haben, da brauchen Sie praktisch Prozesswasser. Ja. Das heißt, wir müssen mehr oder weniger dieses Prozesswasser brauchen wir zum Kühlen der Anlage, damit die nicht überhitzen. Und dieses Prozesswasser hat den Temperaturen von 40 plus. Mhm. Ja. Und muss rückgekühlt werden. Ja. Das heißt, also, wir müssen Energie aufwenden, um Energie zu vernichten. Und das war schon immer ein Thema, das mich berührt hat, das mich bewegt hat, wo ich sage, Menschenskinder, mit dieser Energie könnte man doch etwas anfangen. Ja? Dabei steht gar nicht mal das eigene Unternehmen im Mittelpunkt. Über eine Fernwärmeleitung soll in Zukunft die 150 Meter entfernt gelegene Schwimmhalle mit Wärme versorgt werden.
Also mit dem Verkauf unserer Abwärme wird man nicht reich. Ja. Aber es ist einfach jetzt ein Beitrag, den wir leisten möchten, um mehr oder weniger einfach hier den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ja. Das ist also schon mal die Grundmotivation, einfach die Energie, die wir sonst übers Dach jagen, die sinnvoll anzuwenden. Ja. Das geht natürlich nur, das sind riesige Investitionen, die man da tätigen muss. Es ist eine gigantische Entwicklungsarbeit, die wir da geleistet haben, ja, in Verbindung mit einem Hersteller dieser ganzen Produkte. Ja. Aber das ist die Motivation, etwas zu tun, um einen Beitrag zu leisten, dass man Klimaschutzziele erreicht. Aber natürlich nutzt die HTU die eigene Abwärme über Wärmetauscher auch selbst, insbesondere für Duschen, Toiletten und zur Beheizung der Büros. So können 40.000 Euro jährlich an Heizkosten gespart werden. Und die Techniker suchen nach immer neuen Möglichkeiten der Abwärmenutzung. Rein theoretisch könnte die HTU ganze Gewächshäuser mit Abwärme versorgen, erfahren wir. Herr Heger, erstmal vielen Dank für diesen Rundgang. Danke für die Einblicke, die Sie mir hier gewährt haben. Liebe Zuschauer, wir machen gleich weiter nach einer kurzen Pause und sind dann wieder für Sie da. Und dann schauen wir uns mal das Prinzip Abwärmenutzung genauer an. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Zukunft Energie, so effizient sind Unternehmen. Michael Maucher von der Kompetenzstelle für Energieeffizienz und ich, wir sind hier an eine Stelle gegangen, wo man gegenüber eine Schwimmhalle sehen kann und eine Turnhalle, getrennt durch das Flüsschen Ach. Und diese beiden Gebäude sollen mit der Abwärme genutzt werden, die hier bei der HTU entstehen, Herr Maucher. Wie ist man denn auf die Idee gekommen oder war das sogar Ihre Idee? Das war nicht meine Idee, aber der Geschäftsführer hat schon relativ lang die Überlegung gehabt, die Abwärme über Nutzung zuzuführen. Und durch das Förderprogramm des Landes, Klimaschutz mit System, war es ermöglicht, auch diese Sachen umzusetzen. Das wird also gefördert, dieses Projekt. Um welche Summen reden wir denn hier? Was kostet das denn überhaupt? Also die Investitionsvolumen sind ungefähr so 450.000 Euro für die ganze Maßnahme mit einer Forderung von 50%. Es sind auch EU-Mittel mit dabei. Und immerhin schön ist dran, wir sparen rund 600.000 bis 700.000 Kilowattstunden an Wärmeenergie ein da drüben und immerhin rund 120 Tonnen CO2 pro Jahr, die wir hier einsparen. Ja, also nochmal zur Verdeutlichung, dort drüben auf der anderen Seite des Flusses Ach, dort steht die Schwimmhalle und die Turnhalle, die versorgt werden soll mit der Abwärme. Und wir treffen jetzt den Mann, der sich auch maßgeblich darum kümmert, dass das alles funktioniert und damit auch die HTU sich selber mit der Abwärme versorgen kann. Das ist der Elektromeister Mario Lude und den treffe ich jetzt. Der Elektrotechniker ist einer derjenigen, der die Abwärmenutzung organisiert. Aber wie funktioniert das nun genau? Der Experte für Regelungs- und Steuerungstechnik zeigt uns einen Ofen der älteren Bauart. Hier entweicht die Abwärme ungenutzt. Bei diesen neueren Nitrieranlagen hingegen kann die Abwärme nicht mehr entweichen. Sie sind komplett abgedichtet. Über dieses Rohrsystem wird aus jeder Nitrieranlage die Wärme in dieses zentrale Abfackelungsmodul transportiert. Doch bis es soweit war, haben die Techniker jahrelange Tests mit Wärmetauschern durchgeführt. Erst dann wurde diese Zentraleinheit gebaut und installiert. So ein Wärmetauscher, der bewegt sich im Bereich von mehreren 10.000 Euro. Und wenn man da das falsche Material auswählt zu Anfang und nicht guckt, dann hat man hinterher ein richtiges Problem. Aha. Deswegen waren uns diese Vorversuche auch sehr wertvoll und wichtig. Und da haben wir auch wirklich Zeit investiert und geguckt, dass wir das Richtige tun. Bei der Abwärmenutzung ist die sogenannte Abfackelung das Kernprinzip. Dafür braucht die Anlage Wasserstoff. Der wird mit chemischen Prozessen gewonnen. Und dieser Wasserstoff wird dann abgefackelt. Hier sehen wir dieses zentrale Abfackelungsmodul, sage ich jetzt mal. Hier unten die Zündbrenner. Von unten werden die Prozessgase in dieses Brennrohr eingeleitet, werden gezündet. Die Wärme steigt oben, wird über die Klappe geregelt, um die Abwärme konstant zu halten, in Abhängigkeit vom Volumenstrom. Und von hier geht es dann über dieses zentrale Sammelrohr, über das Dach, zum Wärmetauscher. Über den Wärmetauscher, so der Plan, wird die Wärme nun einem Wassertank zugeführt. Der Puffertank, wo soll der dann stehen? Der Puffertank, der wird da drüben stehen. Mhm. Ja. Also draußen? Draußen, oder? Draußen. Ja, das ist ein 30-Kubik-Tank, der ist ein paar Meter hoch, ne? Ja. Ein paar Meter breit. Ist voll isoliert. Das verpufft normalerweise, genau. Wird jetzt aber mit diesem Rohr. Die Leitung liegt hier und läuft über diese Leitung, die Sie hier sehen. Im Gegenzug wird aus dem oberen Schicht vom Wärmetauscher, von diesem Platten, von diesem Pufferspeicher, warmes Wasser abgepumpt, geht rüber zum Hallenbad, läuft auch dort über den Wärmetauscher, kühlt etwas ab, wird zurück, fließt zurück und geht in den unteren Teil des Pufferspeichers wieder rein. Somit sind die Kreisläufe geschlossen.
Allein mit diesem, nennen wir es mal Wasserdeal, spart der Ort rund 120 Tonnen CO2. Das abgekühlte Wasser, das in den Tank zurückfließt, nutzt das Unternehmen wiederum zur Kühlung seiner Anlagen. Ein anspruchsvolles Verfahren, das viel Fingerspitzengefühl erfordert. Und wenn man hier in diese Abfackelungsleitung reingeht und diese Leitung verlängert und unter Umständen nur Stellhähne und so weiter hinmacht, Stellventile, dann ändere ich unter Umständen die Druckverhältnisse im Ofen und damit auch die Mengen, die da reingehen. Und damit kann ich ein Problem am Produkt bekommen. Die Produkte, zum Beispiel die Teile für die Autoschlösser, bekämen dann zu wenig Härte. Und wenn das passiert, dann kann im Zweifel die Tür eines Autos bei schneller Fahrt aufgehen. Damit dürfte klar werden, wie hoch die Verantwortung der Techniker der HTU ist. Doch es geht nicht nur darum, für die Umwelt Gutes zu tun. Denn das Unternehmen will mit dem gleichen Verfahren auch die neuen Hallen auf dem Firmengelände beheizen, um damit wiederum die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, pro Jahr mindestens 2% Energie im Jahr zu sparen. Zukunft Energie zu Gast bei der HTU, ein Unternehmen, das sehr effektiv die Abwärme nutzt, die hier nebenbei produziert wird. Haben auch aber, wie wir gesehen haben, auch ein sehr komplexer Vorgang. Genau, und das ist auch das Problem gewesen, sagen wir, diese Wärme auch sinnvoll zu nutzen. Es sind ja gut knappe 24 Millionen Kilowattstunden, also Potenzial ist hier noch genügend vorhanden. Ja, und im Prinzip haben wir es ja hier nicht nur mit einem Autozulieferer zu tun, sondern eigentlich ist es ja schon ein Wärmeproduzent. Normalerweise könnte man ja hier schon fast eine Kleinstadt mit Wärme versorgen. Wäre schön, wenn man halt richtig Abnehmer dazu hätte. Und vor allem ist halt auch das Problem, die Wärme steht eben auch im Sommer zur Verfügung, wo es eigentlich eben niemand benötigt. Wer es auf jeden Fall nutzen soll, das ist, wie schon angesprochen, das Schwimmbad hier auf der anderen Seite des Flusses. Wann ist es denn soweit? Wann ist hier alles fertig? Ja, gut geplant, wenn alles gut läuft, wäre dann zweites, drittes Quartal diesen Jahres, 2018, wo es fertig sein soll. Und sagen wir auch, Zielsetzung soll sein, mittelfristig auch noch mehr Wärme in eine Nutzung zu führen. Herr Maucher, wir haben so viel über Abwärme gesprochen und wie man diese Wärme nutzt. Ich glaube, liebe Zuschauer, wir waren heute beim heißesten Unternehmen am Bodensee. Das war's mit Zukunft Energie. So effizient sind Unternehmen. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin bleiben Sie effizient. Tschüss. Zukunft Energie wurde Ihnen präsentiert von KEF, die Kompetenzstelle für Energieeffizienz Bodensee-Oberschwaben.